Ananai-Torte mit Kumquark Creme Biskuitmasse 2 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 6 OG Zucker 60 Gramm Mehl pro Zentl Backpulver 15 Gramm Speisestärke 5 Esslöffel Orangenlikör, Klammer auf oder Orangensaft, Klammer zu, zum Beträufeln Creme 1 kleine Dose Ananas in Scheiben, Klammer auf 250 bis 360 Gramm Abtropfgewicht, Klammer zu, Toge Frischkäse 125 Gramm Magerquark 150 Gramm Kokoscreme Saft und Schale von Prozent Bio-Orange 350 Gramm Sahne 1 Päckchen Vanillezucker Dekoration 150 bis 200 Gramm Sahne frische Ananas Kokoschips Springform 20 cm 0 Schwierigkeit Einfachzubereitung 55 Minuten Backzeit 25 bis 35 Minuten Kühlzeit, 1 Stunde 1, den Backofen auf 175, Klammer auf Umluft 150, Klammer zu, vorheizen, den Boden der Form mit Backpapier auslegen, für die Creme Ananas in ein Sieb abtropfen lassen, 2 für die Biskuitmasse die Eier trennen, Eiweiß steif schlagen, dabei den Zucker einrieseln lassen, Eigelb verrühren, unterziehen. Mehl, Backpulver und Stärke mischen. Auf den Eischnee sieben und unterheben. Den Teig in die Form füllen und im heißen Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, ca. 25 bis 35 Minuten backen. Herausnehmen, aus der Form lösen und auf ein Kuchengitter stürzen, Backpapier abziehen. 3 für die Creme Frischkäse, Quark und Kokoscreme mit Orangensaft und Schale glatt verrühren. Sahne steif schlagen, dabei den Vanillezucker einrieseln lassen, unter die Creme heben, 4 den Boden zweimal waagerecht durchschneiden, jeden Boden mit etwas Likör beträufeln, die Ananasscheiben auf dem unteren Boden verteilen, ein Drittel der Kokoscreme darauf glatt verstreichen, den zweiten Boden auffegen, mit einem weiteren Drittel der Creme bestreichen, den dritten Boden aufregen und mit der übrigen Kokoscreme bestreichen. 5 für die Dekoration die Sahne steif schlagen, in einen Spritzbeutel mit kleiner Sterntülle füllen und den Tortenrand damit verzieren. Die Torte etwa eine Stunde kalt stellen. 6 vor dem Servieren etwas frische Ananas schälen und in sehr dünne Scheiben schneiden. Die Scheiben bis zur Mitte einschneiden und zu kleinen Tütchen zusammendrehen. Je ein Ananastütchen auf jedes Tortenstück setzen. Die Kokoschips ohne Fett hellbraun rösten, darüber streuen.